Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fragile Dreams. Ich bin es, euer MC Mafix. Beim letzten Mal sind wir den langen Pfad wieder zurückgewandert und haben hier im Gepäck einen Stern für das mysteriöse Mädchen, was uns den Weg versperrt. Ja, wir bringen jetzt diesem lieben Mädchen ihren Stern und ich hoffe... Bäm! Da müssen wir gegen sie kämpfen, nein. Dann hoffentlich lässt sie uns durch und wir kommen hier mal weiter. Das dieses Geräusch, man, das macht mich so ganz kirre hier, man. Als wäre ja ganzer Urwald drin. So. Ganz seltsam hier. Aber nun gut. Die Natur gewinnt eben wieder hier die Oberhand. Aber jetzt erstmal zu dem Mädchen. I brought you the star. Liar. You couldn't get it. It's too high up to reach. You're wrong. I was with him when he got it. Yeah. It wasn't at the top of the tree. You stubborn little brat. Believe what people say for once. You're so rude. What else can I do to win your trust? The moon. Can you bring me the moon? What? Now you want the moon? Fine. One moon coming right up. Good. I've seen it in the park lots of times. Ich soll hier den Mond holen? Spielen wir jetzt hier Sonne, Mond und Sterne? Also seht du, Mann. Anstatt, dass du deinen Besen rausholst und der da eine mal runterbatscht. Ach, hol ich dir den Mond. Kein Problem. Du bist ein Waschlappen, wenn ich das mal so sagen darf. Und jetzt sind wir hier im Slow-Mo-Modus. So, alles wieder gut. Die Taschenlampe, die macht alles noch spookier. Also ich muss gerade kurz überlegen, wo ich hin muss. Nicht da, da lang muss ich. Sei, kick mir nicht den Rücken. So, da sind wieder unsere creepy Mädchen. Darf ich nur kurz das lesen? Rette mich! Alter, wer schreibt das? Ich weiß es nicht. Okay, also, jetzt gehen wir erstmal hier wieder raus. Und in den Vergnügungspark. Wo soll da ein Mond sein? Sag mal was. Crow, wo bist du? Die Lady will dich fressen. Stört dich nicht, oder? Okay. Nun gut, also wir laufen jetzt erstmal hier zurück. Wisst ihr, was mich echt freut, Mann, dass wir... Also seit der letzten Aufnahmesession, dass das läuft mit dem Spiel. In der ersten Aufnahmesession am Ende war ich frustriert und bin nicht weitergekommen, weil ich keine Waffen mehr hatte und erstmal 10 Minuten, also 10, eine halbe Stunde auf Schleim mit draufhauen musste. Und bei der zweiten Aufnahmesession hatte ich das Problem, dass ich Crow nicht fangen konnte, weil Crow mich genervt hat, Mann. Übrigens, das wird wieder auf mysteriöse Art und Weise dunkel. Und ja, die Aufnahmesession und die letzte, da läuft es richtig gut, Mann. Ich muss sagen, ich habe echt meinen Spaß mit dem Spiel, Mann. Das ist richtig... Schön einfach, Mann. Wir machen zwar nicht so richtig Fortschritt, also und das überheriges Mädchen, den roten Turm und überhaupt was hier geschehen ist, da wissen wir immer noch nichts. Suche nach einem Mond. Sag mal was. Ja, okay, ja, da müssen wir irgendwann Botschaft wiederfinden. Spawn hier Gegner? Nö. Sehr gut. Aber Leute, ich weiß nicht, mir taugt das Spiel einfach, Mann. Von der Atmosphäre, vom Style, es hat halt einfach was, Mann. Aber das Gameplay immer noch beschränkt ist, sage ich jetzt einfach mal. Es hat einfach was. So, das ist doch neu. Ich bin Crow. Ich mag glänzende Objekte. Wie dem Mond bei den Kaffeetassen. Wie dem Mond bei den Kaffeetassen. Aha. Da. Ich bin, Crow. Wie der Vogel. Raben sammeln glänzende Sachen. Alter, müssen wir schon wieder jetzt mit Crow Verstecken spielen, oder wie? Da habe ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht sehr viel Lust, Mann. Naja, Verstecken ist besser als Fangen. So, der ist down. Der ist auch down. Nein, lebt noch. Na, ist down. So, machen wir erstmal die Schleime alle.
Ich weiß nicht, ist das ein gutes Zeichen, dass jetzt hier Gegner sind, oder ist das ein schlechtes Zeichen? So, spielen wir wieder. Fang den Schleim. Schleim darf nicht den Boden berühren. Jetzt ist er da. Jetzt darf er den Boden berühren. So, Level 18. Geil, Mann. Also durch diese Schleimer kann man echt gut grinden, Mann. Bam. Finaler Besenhieb. So macht der Profi das. Wir müssen uns für unser Attack noch irgend so coole Namen ausdenken. Wie kann man einen Besenhieb nennen? Ich weiß es nicht. Ist da eine neue Botschaft? Ne, das ist nur wieder von Crow das alte Geschmier. Da ist eine Katze. Da waren wir schon mal drin. Keine Ahnung, meine lieben Leute. Ah! Ah! Mondhügelkirmes! Alter Falter! I think this is the moon she wanted. Yeah, but look at it. It's cemented to this sign. There's no way we can get it off. But we finally found it. There's no point trying to pull it off. I did it. It came right off. Huh. The sign must have been rotten. Well, good for you. Alter. Also erstmal, immer noch hübsch, die Lady. Ah. Okay, das mag sie mir ein bisschen anschauen. Nee, aber ich muss jetzt mal schauen, Mann, was sie hier mal drauf hat, Mann. Ich weiß nicht. Also ganz kurz, erstmal, ich find's so geil, Mann, dass wir das hier gefunden haben. Ey, ich bin jetzt nur aus Zufall hier hingegangen, Mann. Aber zum Glück hat's geleuchtet. Hätte es nicht so gefunkelt, ich wäre auf 100.000% weitergelaufen, Mann. Ich weiß doch nicht, wo hier ein Mond ist, Mann. Ich weiß, dass die Mondkirmes war. Also, es war schon irgendwie klar, dass hier sowas ist, aber der hätte jetzt ewig suchen können, bis ich das gefunden hätte. Und großes Lob, dass hier keine Gegner spawnen. Das wäre sehr nervig geworden. So. Zum anderen möchte ich mal hier über unsere Sai reden, Mann. Ich finde ja, ich finde sie so strange, Mann. Weil sie hat ja immer diese Striche auf ihrem Körper. Ich weiß nicht, entweder ist es eine Schatzkarte oder für mich sieht es eher so aus, als weiß ich nicht, wollte irgendjemand mal Organe an ihr rausschneiden. Ihr wisst schon, dann sagt, tut man auch mal so rote Linien drauf machen und da soll die Leber raus, da soll die Niere raus, irgendwie so, Mann. Und schon ist wieder taghell. Also das hätten sie schon ein bisschen schöner machen können, Mann. Bei Nacht sieht das Spiel auch ein bisschen hübscher aus. Romantischer. Aber egal. Ich bin happy, Mann. Ich habe nämlich nun meine wunderschönen Mond. Und das lief viel zu gut, Mann. Aber ihr wisst, was jetzt kommt, gell? So, speichern wir mal. Sie wird jetzt kommen und sagen, ja, du hast mir den Mond gebracht, das ist ja ganz nett. Aber jetzt brauche ich die Sonne, weil Sonne, Mond und Sterne. So, das finde ich gar nicht cool, Mann. Was ich auch mal sagen wollte, von Fragile Dreams, Mann, gibt es ja in Japan, gibt es sogar einen Manga, was ich ganz cool finde, Mann, weil das Setting, wie gesagt, also Gameplay ist relativ, aber Setting und Atmosphäre, Mann, die machen halt dem Spiel sehr, sehr, sehr viel aus, Mann. Und so von der Welt zu Geschichten zu erzählen, das wäre schon, da würde ich mich auch sehr freuen, Mann, aber das ist natürlich logisch, dass sowas niemals nach Europa gekommen ist. Wäre sehr verwunderlich, Mann. Ich meine, ich weiß, ich denke mal, auch Fragile Dreams hat sich jetzt nicht so gut verkauft, Mann. Das Wii-Spiel war auch gar nicht mal so billig für gebrauchtes Wii-Spiel. Hat, ich glaube, 30 Euro gekostet. Gebrauchte Wii-Spiele findet man ja teilweise für 2 Euro, wenn man gebraucht schaut. Wii Sports kriegt man eigentlich eh überall geschenkt. Also, nur so ein kleines Ding. Aber Fragile Dreams, wie gesagt, das ist auch so ein einzigartiges Spiel, Mann. Also, es ist ein Horrorspiel mit sehr wenig Horror, aber sehr viel Atmosphäre und sehr viel schönen Charakteren, Mann. Also alle Charaktere im Spiel sind echt top, Mann. So, außer dieses Mädel, das nervt mich. So, this is the moon, right? No, you're a liar. There's no way you could have gotten it off. It was cemented to a wall. Yeah, well the wall gave away easily. I didn't think it would work at first either. I barely had to touch it for it to come right off.
I don't believe you. Oh, come on. What do I have to do for you to believe me? Oh, please. Don't even waste your breath. She won't believe you no matter what you do. Well, my ring. Could you get back the ring I lost? She'll just pull this all over again. Let's forget about it. What? You want me to find it? What's it look like? Well, it's silver and heart-shaped. Do you remember where you last saw it? I'm not sure. I think it was in the hotel restaurant. Okay, I'll be back. Okay. A silver ring, huh? I've got a feeling this is gonna be the toughest hunt yet. Habt ihr da nicht so das Gefühl, wenn sie doch so sagt, hey, das wird die schwierigste Jagd. 3 ist natürlich immer so die magische Zahl im Videospielen. War 1, easy, 2, na, und beim dritten dann ist es immer dann eigentlich, wo die großen Geschütze aufgefahren werden. Wo ist überhaupt das Hotel-Restaurant? Alle Leute, jetzt ist ja Bossfight-Zeit. Wartet, was war das? Ach, Dino wieder. Die haben gerade so einen creepy Sound gemacht, da habe ich mich nur gerade gewundert, was das sein soll. Okay, das Block, was ist da? Rette mich! Da ist auch überall Farbe. Überall ist Farbe, Mann. Wo ist eigentlich das Hotel-Restaurant, wenn wir schon mal dabei sind? Wisst ihr, was ich jetzt als erstes mal mache, bevor ich jetzt irgendwas weitermache? Ich hole meinen Bogen. Weil... ich weiß noch nicht, was kommt, aber ich habe das Gefühl, es wird nichts Gutes sein. Oh, I better warm up. Ah, we meet again. 'Tis such a wonderful day. Wie der sich immer anhört, denkt man immer, er ist kurz davor, zusammenzubrechen. Wisst ihr, ey, der verkauft hier schlechtere Sachen als unten. Ey. Der verkauft hier zum Beispiel nicht die besseren Heilbonbons. Aber... bedanke mich trotzdem bei dir, Chicken Nugget hier. So, du sprechen jetzt Chicken Nuggets. So, ich nehme jetzt erstmal meinen Bogen. Das hat jetzt erstmal Priorität. So. Stern. Weg. Mond. Weg. Heilbonbon behalte ich. Und ich nehme meinen Bogen. Ah, da braucht aber so viel Platz. Naja, 3 Slots habe ich noch frei. Das ist okay. Das ist okay, Mann. So, dann speichern wir. Und jetzt geht es natürlich nur noch darum, den zu finden, Mann. Ich hoffe, wenn ein Bossfight kommt, kommt wieder diese lustige Masken. Auf die mag ich ehrlich gesagt gerne, Mann. Aber ich glaube, meine Theorie, dass irgendwie so ein Waldmonster oder so kommt, ist gar nicht mal so falsch, weil hier ist so viel Wald. Das wird schon irgendwie Sinn ergeben, Mann. So, jetzt stehen wir nur vor dem Problem. Wo zur Hölle ist hier ein Restaurant? So, da. Hinten? Na, da waren die Toiletten. Wo zur Hölle ist hier ein Hotel, das da war? Habe ich eine Map? Ich habe doch eine Map. Theoretisch. Das ist natürlich wieder die großartige Map aller Zeiten. Ja.
Erschlossen, verschlossen, Lagerfeuer, altes Kaufhaus. Okay, das ist der äußere Bezirk. Das ist das Dach. Das ist Zimmer 301. Das ist Theater. Da ist sie. Und da geht's zur Kirmes, ist ja super. Aber wo ihr Hotel, Restaurant ist? Weiß ich jetzt trotzdem nicht so ganz genau. Hier waren wir noch gar nicht. Es ist fest. Oder? Doch, hier waren wir. Da war unser erster schreiende Frau. Hier muss da irgendwas Schild sein, Mann. Hier, bitte hier lang gehen zum Restaurant oder so. Nicht? Ach, wieso auch? Gerade bin ich echt ein bisschen überfragt, Mann. Ja. Interessiert mich nicht. Schau nochmal hier. Aber hier ist eh gar nichts. Also schönes Hanfblatt, was hier jemand hingemalt hat. Dann müssen wir doch wieder hoch. Da ist definitiv nichts. Außer der Aufzug geht jetzt doch vielleicht. Na. Okay, wäre auch sehr seltsam, wenn hier der Strom gehen würde. Alles ist kaputt und zerstört. Und dann geht der Aufzug einmal frei. Ja gut, Leute, wir müssen uns dann wahrscheinlich oben noch ein bisschen umschauen. Und hoffentlich finden wir dann dort das Restaurant. Ärgerlich, wie gesagt, dass man keine einzige Karte oder sowas hat, man. Also außer ihr seht das selbstgemaltes Gekritzel, was ich jetzt einfach mal als nicht so aussagekräftig betitle. Keine Ahnung. Aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle, denn wir machen jetzt erstmal einen ganz kleinen Cut. Hä? Ja. Alles gut, Mann. Ich will da dahin. Ah, hätte sein können. So. Dann machen wir jetzt nämlich erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal suchen wir dann hier weiter nach dem Restaurant. Bis zum nächsten Mal dann. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.